Ja, meine Damen und Herren, also die Juristen haben die Latte jetzt für die Theologen doch recht hochgelegt und sind wieder und für die Ethiker, ja. Und wir freuen uns jetzt auf ein spannendes Gespräch zwischen Professor Franz Josef Bormann zu meiner Rechten, Ordinarius für Moraltheologie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen und Urban Wiesing, einer der Organisatoren der Tagung, Medizinethiker, Arzt und Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin, ebenfalls an der Universität Tübingen. Das hat also einen gewissen Lokalkolorit wird nur dadurch aufgefangen, dass ich mittlerweile im Ausland arbeite. Mein Name ist Gian Domenico Borasio und wie gesagt, ich arbeite an der Universität in Lausanne. Und da würde ich jetzt einfach gleich nach der alphabetischen Reihenfolge Franz Josef das Wort. Ja, danke schön, Gian, dass ich hier als sogenannter Dissenter auch zu Wort kommen kann. Ich habe jetzt die völlig unlösbare Aufgabe, innerhalb von 5 Minuten die ethische Diskussion eben mal schnell zusammenzufassen und zu kommentieren. Ich tue das in 9 Punkten, 3 Vorbemerkungen und 3 Gegenargumente und 3 Hauptargumente. Erste Vorbemerkung ist, es gibt im Blick auf die negative Bewertung der ärztlichen Suizidbeihilfe eine sehr weite Konvergenz zwischen den bei uns maßgeblichen Religionen von Judentum, Christentum, Islam, den Hauptrepräsentanten der abendländischen Ethik und den einschlägigen medizinischen Fachgesellschaften, sodass die Beweislast eindeutig bei denen liegt, die hier eine Veränderung des Status quo herbeiführen wollen. Zweitens, angesichts der großen Erfolge der Suizidprävention der letzten Jahre, ist aus Gründen der Kohärenz unseres medizinischen, sozialen und gesetzgeberischen Handelns nicht die Ausweitung der Suizidbeihilfe geboten, sondern vielmehr deren Begrenzung. Drittens, dritte Vorbemerkung, nach meiner Einschätzung löst eine Ausweitung der Suizidbeihilfe keines derjenigen strukturellen Probleme unserer ökonomisierten Medizinerwelt, die de facto die Ursache dafür sind, dass Leute ihr Heil im Suizid suchen. Also das heißt, es ist im Grunde eine völlig kontraproduktive Maßnahme, die an der Lösung der eigentlichen Probleme vorbeigeht. Ich komme zu den 3 wichtigsten Gegenargumenten gegen den Gesetzesentwurf, der hier vorgestellt worden ist. Der erste Punkt, da möchte ich nicht weiter darauf eingehen, dann die Umstände in Deutschland. Die Umstände in Deutschland sind nicht mit denen in Oregon vergleichbar. Wir haben eine völlig andere Situation im Blick auf Demografie, kulturelle Bewertung von Alters- und Abhängigkeitszuständen, palliativmedizinische Versorgung und so weiter, sodass man hier im Grunde genommen Äpfel mit Birnen vergleicht und man sagt, weil es bei den einen keinen Missbrauch gibt, gibt es den bei uns auch nicht. Wichtiger ist das zweite Argument, das Gewaltargument. Die Selbsttötung stellt immer eine gewaltsame Form der Lebensbeendigung dar und normalerweise reagieren wir auch mit negativen, affektiven Reaktionen darauf, weil nämlich Suizidhandlung unser Selbstverständnis als Solidargemeinschaft infrage stellen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Von daher würde ich alles das unterstreichen, was Herr Tollmein vorhin gesagt hat. Dritter Punkt, die angebliche Unvereinbarkeit oder tatsächliche Unvereinbarkeit mit dem ärztlichen Standesethos. Ich sehe hier 2 Probleme. Das eine Problem ist, ich kann nicht sehen, wie man zu einer wissenschaftlich validen Indikationsstellung zur Suizidbeihilfe kommen will. Ich glaube, dass von daher das Projekt dieses Gesetzentwurfs, der hier vorgelegt worden ist, an den wissenschaftlichen Kriterien einer validen Indikationsstellung ärztlichen Tuns vorbeigeht. Und zweitens fürchte ich negative Einschätzungen und Folgen aufgrund von Interessenskonflikten im Blick auf die Folgen eines Arzt-Patienten-Verhältnisses. Die eigentlichen Argumente, die 3 zentralen Argumente, die für die Beförderung und Ausweitung insbesondere der ärztlichen Suizidbeihilfe ins Feld geführt werden, überzeugen mich nicht. Ich möchte das nur ganz kurz andeuten in 3 Punkten. Das Autonomie- und Selbstbestimmungsargument überzeugt mich vor allem deswegen nicht, weil ich genau wie Herr Tollmein glaube, dass ein ganz großer Unterschied besteht zwischen der Bewertung von Suizidhandlungen und der Bewertung von Suizidbeihilfe. Das Selbstbestimmungsrecht ist primär ein negatives Abwehrrecht. Hier geht es aber darum, irgendwelche positiven Unterstützungen Dritter zu begründen. Und das kann man meines Erachtens jedenfalls nicht allein auf der Basis des Selbstbestimmungsargumentes machen. Also hier drohen sozusagen massive privatistische Fehlschlüsse, wie ich das nenne. Ja, also aus der Tatsache, dass ich natürlich mit allem Recht der Welt und unserer Verfassung
die Freiheit der Lebensführung habe. Ich habe auch die Freiheit, mein Leben so zu führen, dass ich mich massiv schädige, sogar, dass ich das Leben verliere. Aber daraus erwächst niemals ein Recht oder ein Anspruch, dass Dritte mich darin unterstützen müssen. Das sind also zwei völlig unterschiedliche Dinge, die man auch ethisch sauber unterscheiden sollte. Das Argument mit der Würde, das kann ich, natürlich hat jeder von uns wahrscheinlich die Angst, in einen würdelosen Zustand zu geraten, womit wir meistens einen Zustand der Abhängigkeit, des Kontrollverlustes meinen. Ich habe alles Verständnis dafür, dass uns das Angst macht, dass das unser mühsam erarbeitetes Selbstbild in Frage stellt, aber ich weigere mich, das als einen Verstoß der Menschenwürde zu sehen. Also hier sollte man begrifflich genauer zwischen objektiver Menschenwürde und individuellem Selbstbild bzw. individuellem Selbstwertgefühl unterscheiden. Letzter Punkt, auch das Leidensargument, das immer wieder ins Feld geführt, ist natürlich auch rhetorisch sehr wirksam. Auch dieses Leidensargument funktioniert meines Erachtens nicht für die Ausweitung der ärztlichen Suizidbeihilfe, weil es hier sozusagen gleich mehrere Probleme gibt. Die Fälle, in denen Todeswünsche aus verständlichen Gründen aufgrund von körperlichen Symptomen auftreten, da sind diese Todeswünsche leider eben nicht sehr stabil, sondern volatil. Das heißt, da wechseln sich Lebenswunsch und Sterbewunsch irgendwie ab und ich sehe nicht, wie man das sauber trennen kann. Zweiter Punkt, ich denke, dass die allermeisten Fälle, also im Blick auf die Symptomkontrolle, palliativmedizinisch irgendwie zu kontrollieren sind. In den Fällen, wo das nicht geht, natürlich gibt es diese Fälle, gibt es Alternativen, die aus ethischer Perspektive vorzugswürdig sind gegenüber der Suizidbeihilfe. Ich denke natürlich an die finale Sedierung. Von daher würde ich eben denken, die Idee eines leidfreien Sterbens halte ich für eine anthropologische Illusion. Es gibt in Leid in allen möglichen Formen, in allen möglichen Lebensphasen, aus allen möglichen Gründen. Die Idee eines leidfreien Sterbens, würde ich sagen, ist einfach eine Illusion, die nicht auf Gesetzeswege irgendwie herbeigeführt werden kann. Von daher bin ich sehr kritisch, was die Ausweitung der ärztlichen Suizidbeihilfe angeht. Vielen Dank. Zweite Stellungnahme von einer Universität am Neckar, allerdings auch nicht auf Schwäbisch. Was kann die Ethik in einer pluralistischen Gesellschaft dazu beitragen, zu dieser Diskussion? Dazu muss man sich zunächst mal den Zustand dieser Ethik angucken und man merkt sofort, die Ethik gibt es ja gar nicht, sondern es gibt Ethiken. Und im Grunde die Argumente sind ausgetauscht, das was gerade Franz Josef Bormann gesagt hat, ist schon seit Jahren bekannt und die Gegenargumente sind auch schon seit Jahren bekannt. Ja, nur nicht einmal mal innerhalb der nicht mehr ganz so großen christlichen Kirchen ist man sich einig. Ich darf daran erinnern, die katholische Kirche lehnt das ab. Der katholische Theologe Hans Küng als katholischer Theologe kommt zu genau der gegenteiligen Meinung. Innerhalb der evangelischen Kirche gibt es eine Meinung und der berühmte evangelische Theologe Friedrich Wilhelm Graf hat unlängst gesagt, es gibt überhaupt keine christlichen Argumente gegen die Beihilfe zum Suizid. Es gibt überhaupt keine Gründe, dass die Kirche sich da überhaupt drum kümmert. Und ansonsten sagt er, die Kirchen sind mittlerweile in Organisationen der Einfallslosigkeit geworden. Nicht etwa die Speerspitze des Atheismus oder Kampfgruppe gegen Kirchen, sondern einer der renommiertesten evangelischen Theologen. Warum sage ich das? Das Spektrum ist bekannt und es besteht überhaupt keine Hoffnung, dass wir durch irgendeine neue Ethik an diesem Spektrum etwas ändern und dann auf einmal alle überzeugen. Und deswegen stehen wir vor einer neuen Situation. Wir müssen auf Pluralität reagieren. Was wir gerade gehört haben zur Menschenwürde, war doch klassisch. Wir wissen doch seit Langem, dass wir über das Menschenwürde-Argument diese Problematik nicht lösen können, sondern dass wir eine politische Antwort darauf finden müssen, dass man das Menschenwürde-Argument unterschiedlich, und zwar mit guten Gründen, unterschiedlich interpretieren kann. Kurzum, das ist überhaupt nicht mehr die Frage. Die Ethik kann dazu wenig beitragen. Die Frage ist in der Situation, was muss der Staat zwingend verbieten? Noch nicht mal, was muss er erlauben, weil grundsätzlich ist alles erlaubt, sondern für den Bürger, sondern was muss er zwingend verbieten? Das erinnert nichts daran, dass ich für mich in meiner Lebensführung durchaus einer Ethik bedarf, aber man möge sie bitte schön nicht für alle allgemein verbindlich vorschreiben, auch wenn sie hochakademisch und gut begründet ist.
Zweitens, was kann die Ethik denn? Kann sie denn dazu nun gar nichts dazu beitragen? Nein, das ist nicht so. Zunächst einmal die empirische Ethik, von der wir heute Morgen gehört haben, die ist ja viel gescholten worden, aber sie kann immerhin einige Sachen sagen, Argumente, die einfach nicht stimmen und immer wieder aufgefrischt werden. Es gibt keinerlei Dammbruch beim gut regulierten ärztlich assistierten Suizid. Es gibt keinerlei empirische Erkenntnisse, Evidenz darüber, dass der ärztlich assistierte Suizid das Arzt-Patient-Verhältnis in irgendeiner Weise gefährden würde. Es gibt gute Evidenz darüber, dass wir durch die beste Palliativmedizin der Welt dieses Problem nicht lösen können. Es gibt gute Evidenz darüber, dass die Palliativmedizin nicht vernachlässigt wird, wenn man so etwas eingeführt hat. Und was die Ethik auch noch dabei tragen kann, ist ein Minimum an Logik. Wir haben es ja eben wieder gehört, die Dammbruchargumente sind ja sowas von unlogisch dargebracht. Es wird gesagt, wenn wir das erlauben, dann gibt es Veränderungen in der Gesellschaft und die sind schlecht. Das kann ich aber nur behaupten, wenn ich die Erlaubnis dessen, des ärztlich assistierten Suizides, ablehne und das dann zum Beispiel eine Selbstverständlichkeit wird oder ein Angebot wird. Das muss ich aber erstmal moralisch ausweisen. Das geht ja überhaupt nicht mehr in einer pluralen Gesellschaft. Und deswegen sind diese Argumente meiner Meinung nach unlogisch. Es wurde heute Morgen gesagt, Driver's Seat. Die Menschen haben so gelebt. Sie haben ihr Leben lang selbst das Steuer in die Hand gehabt. Und da wurde gerade raus gesagt, ja, sollen sie das auch im Tod machen? Von sollen hat doch niemand geredet. Es geht nur darum, die Frage, sollen wir ihnen es verbieten, wenn sie es auch im Tod wollen? Oder soll der Staat die Öffnung möglich machen? Da muss man mal ein bisschen klar denken. Dann dieses Argument, es tut mir aufrichtig leid, lieber Franz Josef, aus der demografischen Wandel, den haben wir. Daraus eine Beschränkung der Freiheitsrechte eines Bürgers abzuleiten. Also es reicht schon, dass ich älter werde, da habe ich Schwierigkeiten genug mit. Aber da muss ich mich ja deswegen nicht noch in meinen Freiheitsgrenzen einschränken. Dann darüber hinaus, dieses Argument der Indikation. Das ist richtig, die Indikation ist schwierig. Da gibt es große Schwierigkeiten. Keine Frage, könnte ich jetzt abendfüllend drüber reden. Aber wenn wir dieses Argument nehmen, um hier eine Regelung gar nicht erst durchzuführen, dann können wir 50% der Medizin abschaffen, weil es ist fast immer so in der Medizin, dass die Indikation schwierig ist. Kurzum, es wird immer wieder behauptet, es gäbe einen Anspruch auf Hilfe. Den will keiner. Keiner will einen Anspruch auf Hilfe. Ich kenne es nicht. Jedenfalls von uns nicht. Es geht nur darum, die Möglichkeit zu eröffnen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Ethik kann diese politische Frage nicht lösen, aber sie kann empirische Argumente dazu beitragen und sie kann zu dieser Debatte beitragen und sie kann an ein Minimum an Logik appellieren und dann glaube ich, dass bestimmte Regelungen nicht in Frage kommen. Ich soll jetzt direkt darauf antworten. Ich tue das in 2-3 Schritten. Ich stimme dir vollkommen zu, dass es sowohl etwa in den Religionsgemeinschaften auch abweichende Meinungen gibt. Hans König ist nun jemand, der bestimmt nicht repräsentativ im Blick auf seine Stellungnahme zur aktiven Sterbehilfe etwa für die katholische Kirche gelten kann. Das ist eine absolute Außenseitermeinung, die er vertritt. Und ich kenne keinen Theologen, der das jemals also in einer ähnlichen Form betrieben hat. Es gibt auch keine ethischen Argumente, die Hans König da bringt. Deshalb will ich mich damit gar nicht aufhalten. Die klassischen Argumente, die übrigens in allen drei monotheistischen Religionen auftauchen, sind natürlich völlig klar und die habe ich hier aus Rationalitätsgründen gar nicht weiter erwähnt, sind natürlich das Geschöpflichkeitsargument. Das heißt, es wird klassisch immer gesagt, so wie das Lebensanfang dem Zugriff des Einzelnen im Selbstbestimmungsrecht entzogen ist, so ist selbstverständlich auch die Verfügung über das Lebensende dem Zugriff des Menschen entzogen. Das ist allein Gottes Vorrecht. Das sehen Juden so, das sehen Christen so, egal ob sie evangelisch oder katholisch sind und das sehen selbstverständlich auch alle
Anhänger des Islam auf dieser Welt. So, also das ist, hat sozusagen mit den von Mills genannten Argumenten noch nichts zu tun. Das sind natürlich sehr voraussetzungsreiche metaphysische Argumente. Wenn man diese Metaphysik teilt, die da im Hintergrund steht, dann sind es sehr, sehr starke Argumente. Wenn man sie natürlich nicht teilt, sind sie sehr schwache Argumente. Es gibt aber andere Argumente, auf die ich am Anfang hingewiesen habe, die sehr viel mit Logik zu tun haben, die auch sehr viel mit Wissenschaft zu tun haben, die allerdings Urban ziemlich auf die Seite gewischt hat. Und zwar sind das die Argumente der Konvergenz und der Kohärenz. Das heißt, normalerweise würden wir heute in der Wissenschaftstheorie des 21. Jahrhunderts davon ausgehen zu sagen, dass Gedankenformationen, die irgendwie kohärent sind und die sich in einem engen Verhältnis bewegen zu dem, was wir bisher in unserer sozialen Praxis nicht nur gemacht haben, sondern was sich auch bewährt hat, das sind gute Argumente. Das heißt, das hat irgendwie den Anschein der Rationalität für sich. Und da muss man sagen, also das, was ich vorgetragen habe, das sind zunächst mal Argumente, wo man sagen kann, die sind alle logisch, ja, die haben alle ziemlich viel zu tun mit Kohärenz und auch mit Konvergenz erstaunlicherweise und zeichnet sie daher als ziemlich starke Argumente aus. Das bedeutet natürlich überhaupt nicht, dass der von dir gemachte Unterschied zwischen ethischer Diskussion als solcher und politischen Entscheidungsprozessen nicht völlig zurecht gemacht worden ist. Natürlich ist die Ethik nur eine Stimme innerhalb eines politischen Deliberationsprozesses, ganz klar. Wer sind wir denn? Wir können nicht der Republik vorschreiben als Ethiker, wie es zu sein hat. Wir sind ein freies Land und da muss natürlich selbstverständlich jede Gruppe irgendwie ihre Meinung sagen dürfen. Aber das bedeutet nicht, dass diese Argumente eben zum Beispiel, dass so ein rein überspanntes rationalistisches Selbstbestimmungsargument, wie wir das jetzt immer wieder in dieser Diskussion hören, irgendwie sozialwissenschaftlich wenig plausibel ist, weil wir mittlerweile viel mehr darüber wissen, durch welche Prozesse sich Entscheidungen von Individuen unter bestimmten Bedingungen verändern und so weiter. Das heißt, darüber wissen wir ja heute eine Menge. Und also ja, vielleicht so viel erstmal, sag ich mal so. Gut. Also ganz kurz. Das finde ich immer spannend, dass die Katholiken den am weltweit meisten rezipierten katholischen Theologen irgendwie gar nicht leiden mögen. Aber nun gut. Das mit der Geschöpflichkeit, also wie gesagt, ich kann nur Friedrich Wilhelm Graf empfehlen, der unlängst das so in Schutt und Asche gelegt hat, das ist völlig falsch. Ich bin nicht derjenige, der entscheiden kann, ob das richtig ist oder nicht. Ich sage nur, innerhalb der Theologie kriegen wir alles. Sie kann uns keinerlei Orientierung bieten. Das ist das Erste, auch die katholische. Köhn sagt das als katholischer Theologe. Aber viel wichtiger ist ja noch, wir können doch nicht irgendeine dieser zahlreichen Partikularethiken zur Grundlage einer Gesetzgebung machen, sondern die Gesetzgebung muss sich die Frage stellen, wo muss ich hier unbedingt etwas verbieten, um Raum zu eröffnen für verschiedene Ethiken. Dann Konvergenz. Du sagtest eben, es wäre eine Konvergenz, dass der ärztlich assistierte Suizid nicht zu den ärztlichen Aufgaben gehört. Ich muss widersprechen. Also alle Autoren, die ich lese, kommen zum gegenteiligen Ergebnis. Und insbesondere die Autoren, die keinerlei Argumente mehr anführen, nämlich die der Bundesärztekammer oder der Ärztekammern, kommen zu einem anderen Ergebnis. Also ich kenne genug Artikel, die sagen, es gibt überhaupt keine vernünftigen Argumente dafür, warum das nicht unter bestimmten Bedingungen ärztlich assistierter Suizid zu den ärztlichen Aufgaben gehört. Und jetzt nochmal, das finde ich ganz spannend, überspanntes Selbstbestimmungsverhältnis, Selbstbestimmungsfähigkeiten. Das ist ja, da müssen wir eben den Blickwinkel drehen. Das kann ja sein, dass das innerhalb deiner Ethik etwas überspannt ist. Aber wir wissen doch genug, die Argumente liegen doch längst auf dem Tisch, dass andere das als nicht überspannt ansehen, sondern als hochplausibel. Und das ist ja jetzt nicht mehr die Frage der Politik. Die Frage der Politik ist ja nicht mehr zu sagen, das ist die richtige Theorie der Selbstbestimmung und das ist die falsche und das ist die einzige, sondern die politische Frage ist, welche Formen der Selbstbestimmung können wir nicht mehr akzeptieren? Und da sehe ich keine tragfähigen Gründe, dass wohlüberlegte Formen der Selbstbestimmung am Lebensende, zum Beispiel mit Hilfe eines ärztlich assistierten Suizids, von der Politik nicht mehr akzeptiert werden können. Funktioniert.
Also in dem einen Punkt, das ist eine reine Faktenfrage. Also in den großen Kodifikationen, sei es, du kennst es ja besser aus, des Weltärztebundes und so weiter, auch bei den, ob das nun die europäische oder die deutsche palliativmedizinischen Fachgesellschaften sind, steht jedenfalls meines Wissens immer drin, dass die ärztliche Suizidbeihilfe eine unethische Handlung ist, die dort abgelehnt wird. Also es steht ausdrücklich unethical. Das ist eine reine Faktenfrage. Jetzt kannst du natürlich sagen, das ist zwar bisher so, das kann sich ja in der Zukunft ändern, natürlich kann sich das ändern, aber bisher ist das der eigentliche Konsens dieser Gruppen, auf die ich hingewiesen habe. Also das muss man erstmal in der faktischen Sache richtigstellen. Ich glaube, der zentrale Punkt, wo wir uns nicht einig sind, ist die Frage, also wir sind, glaube ich, uns einig in dem Punkt, dass wir alle die Selbstbestimmung und die Autonomie sehr, sehr hoch schätzen. Ich glaube, das ist nicht die Frage. Ich schätze die sehr hoch in der allgemeinen Lebensführung und ich würde auch sagen, natürlich soll die Selbstbestimmung und die Autonomie, soweit es eben möglich ist, am Lebensende auch realisiert werden. Von daher freue ich mich auch darüber, dass der Gesetzgeber Instrumente geschaffen hat, durch Vorsorgeinstrumente und anderes, ein höheres Maß an Selbstbestimmung zu ermöglichen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Da sehe ich einen kulturellen Fortschritt drin. Ja? Die Problematik besteht darin, ob man sozusagen einen ethisch harten Konsens, den es bisher gibt, ich sage mal von der Antike bis in die Aufklärung zumindest mal, dergestalt aufkündigen soll, dass man sagt, eigentlich gibt es zunächst mal aus der Binnenperspektive des einzelnen Individuums so etwas wie eine moralische Tugendpflicht, sein Leben, also die physische Existenz, so lange zu bewahren, wie man Möglichkeiten zum personalen Selbstvollzug hat. Das halte ich zunächst mal für eine erstaunliche Tatsache, dass sich das eine Einschätzung etabliert hat, die sich mutatis mutandis in allen Details schon seit 2500 Jahren abendlang ziemlich hartnäckig gehalten hat. Und ich halte das für eine wohlbegründete Einschätzung. Wenn man diesen Konsens aufkündigt und sagt, naja, aber es könnte doch auch möglich sein, obwohl man noch Möglichkeiten zum Selbstvollzug hat, das Leben abzukürzen, selbstbestimmt über Art und Zeitpunkt des Sterbens zu verfügen, weil es eben Gründe gibt, weshalb man das individuell machen möchte, dann würde ich sagen, ja, das kann es ja sein und das kann es auch geben, aber dann soll das nach Möglichkeit in die Entscheidung und Verantwortung der betroffenen Person gestellt sein, die das machen will. Das heißt, dann soll diese Person sich suizidieren. Hier würde ich jetzt einen Unterschied machen in dem Punkt, wo ich sagen will, hier geht es darum, eine Unterstützung Dritter für diesen ganz privaten, selbstbestimmten Akt zu organisieren. Ich sehe nicht, wie man das politisch allgemein begründet machen kann. Bei dem Gesetzesentwurf, vorher war das Thema, warum muss man eigentlich terminal krank sein? Hier hat man irgendwie das Problem einer, ich sage jetzt mal, Schwierigkeit, eine rationale Grenze zu finden. Ja? Wenn ich sagen würde, ich bin zwar nicht terminal krank, aber ich bin lebensmüde, ich sehe keinen Sinn mehr in meiner Existenz, ich bin total vereinsamt und so weiter und so weiter. Das heißt, da kann man sich viele Konstellationen vorstellen, weshalb man auch in sich den authentischen Wunsch haben kann, sein Leben zu beenden oder nicht mehr fortzusetzen. Das heißt, die Frage ist, wie gehen wir damit um und welche Botschaft senden wir aus im Blick auf die Frage, was ist eigentlich ein normales, sozial akzeptierte Form der Lebensbeendigung? Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der sozusagen diese ganzen Szenarien alle als normale Form der Lebensbeendigung betrachtet werden. Darin würde ich einen extremen Rückschritt sehen, einer sich nicht mehr mit schwachen oder mit in Lebenskrisen befindlichen Menschen solidarisierenden Gesellschaft. Aber das will doch niemand. Also, das will doch niemand. Hier wird doch jetzt zum Beispiel, das ist so eine Sache, du lehnst das ab, deswegen möchtest du die Entwicklung nicht und deswegen möchtest du in einer solchen Gesellschaft nicht leben. Ist für dich okay, aber wir leben in einer pluralen Gesellschaft, wo das Anfangsargument nicht mehr vorausgesetzt werden kann und wir eben deswegen die nachfolgenden Entwicklungen nicht so einfach moralisch diskreditieren können. Das ist doch die Sache. Kurz zu den Ärztekammern. In der Tat, die Bundesärztekammer oder die Ärztekammern im 20. Jahrhundert haben das abgelehnt. Zwischen 33 und 45 war man eine andere Meinung. Aber zumindest seit 45 oder seit 49 wird das eindeutig abgelehnt, auch vom Weltärztebund. Allerdings, die Autoren, und die haben es aber nie begründet, also die sagen immer nur, das Vertrauen schwindet, das ist das Argument. Die Autoren, die sich aber dieser Frage widmen und nicht mal gucken, schwindet denn das Vertrauen? Ist es gefährdet? Kommen allesamt, jedenfalls die ich gelesen habe, zu dem gegenteiligen Ergebnis. Es gibt überhaupt keine Gründe dafür, dass das Vertrauen bei einer guten Regulierung des ärztlich assistierten Suizids gefährdet wäre. Und damit ist das zentrale Argument des Weltärztebundes und der Bundesärztekammer nicht mehr da.
was du sagst, was ich, vielleicht sollen wir auch mal was ein, sollen wir mal sagen, wo wir einig sind. Also wo ich wirklich glaube, da kommt man jetzt, aber dann kommt man in die Details rein und die sind sehr, sehr schwierig, ist in der Tat zu sagen, wo erlauben wir es einer, wo geben wir einer Profession die Erlaubnis, das zu tun? Ist das zum Beispiel an einen 6-Monats-Zeitraum wie in Oregon gebunden oder an eine zum Tode führende Erkrankung und so weiter und so fort? Da stimme ich dir zu, da ist viel Arbeit und schwierige Arbeit zu leisten und wahrscheinlich sind auch Korrekturen notwendig. Dafür können wir übrigens auch die empirische Ethik brauchen. Wir plädieren ja dafür, dass das wissenschaftlich begleitet wird, damit wir mal endlich vernünftige Daten haben. Das ist in der Tat schwierig. Nur, wenn wir jetzt in diese Diskussion einsteigen, dann sind wir längst in einem Bereich, wo eine Erlaubnis des ärztlich assistierten Suizids vorausgesetzt wird, aber ich würde mich ja sehr darüber freuen, wenn wir diesbezüglich einig sind, aber das sind wir ja nicht. Ich würde gerne zurückfragen, Urban, warum du sagst, ja, also das war ja in der Vergangenheit alles so, jetzt mache ich aus Tradition der abendländischen Ethik betrachtet, aber das ist eben heute nicht mehr, also sozusagen die Geschäftsgrundlage ist entfallen, das sehe ich eigentlich nicht so. Ich würde sagen, die eine Wurzel, die hier sozusagen dieser Position, dieser, ich sag mal, konservativen Position zugrunde liegt, die ich vertrete, ist auf der einen Seite ganz klar das Bekenntnis zur Freiheit der persönlichen Lebensführung. Also ich habe ja selbstverständlich gesagt, natürlich hat jeder die Freiheit, eine Lebensform zu wählen, die er selber fürs richtig hält. Egal, ob die, welcher Weltanschauung die angeht, ist mir völlig wurscht zunächst mal. Das zweite ist aber auch ein Grundwert, den ich nicht aufzugeben bereit bin. Und das ist eben der Grundwert der Fürsorge und des Lebensschutzes. Ja? Also das ist meiner Meinung nach ein gesamtgesellschaftliches Gut. Aus guten Gründen, auch rechtswissenschaftlich betrachtet, würde ich sagen, sollten wir sehr vorsichtig sein, am Tötungstabu der Gesellschaft zu rütteln. Das Tötungstabu ist ein wichtiger rechtlicher Wert, der auf keinen Fall irgendwie leichtfertig aufgegeben werden kann, genauso wie die Freiheit natürlich ein Grundwert ist und die Selbstbestimmung, aber Solidarität, Fürsorge und Unterstützung sind eben auch Grundwerte. Und ich würde eben gerne in einer Gesellschaft leben, in der ich ganz normal, weil es zum Leben gehört, alt werden kann, in der ich abhängig und pflegebedürftig werden kann und in der es mir sogar möglich ist, in diesem Zustand der Abhängigkeit und der Pflegebedürftigkeit auch noch die Pflege zu bezahlen. Das sind für mich ziemlich elementare Wünsche, die ich habe. Und wenn ich dann pflegebedürftig bin, dann möchte ich auch gerne von einem Hausarzt betreut werden, der pflegekompetent ist und der mich auf meine individuellen Bedürfnisse hin sozusagen optimal hin betreuen kann. Gegenwärtig habe ich nicht das Gefühl, dass ich überall in Deutschland in einer solchen Welt lebe, wo das schon Realität ist, sondern ich nehme das so wahr, dass es in diese von mir gewünschte Welt hinein noch viele, viele Schritte zu gehen gibt. Und das ist für mich prioritär. Und da würde eine Ausweitung der Suizidbeihilfe, würde ich nicht sehen, wo die mich in diesen elementaren Bedürfnissen positiv beeinflussen können. Und deshalb bin ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf jeden Fall gegen eine solche Ausweitung und eher dafür, dass ich in den Bedürfnissen, von denen ich ziemlich sicher bin, dass ich die heute habe und auch später noch haben werde, dass ich da besser adressiert und betreut werde, als es gegenwärtig der Fall ist. Ganz kurz, ich stimme dir zu, in allem zu, und ich wünsche, dass wir dir und auch mir, dass sich genau das erfüllt. Nur, das ist überhaupt kein Argument dagegen, dass Menschen, die das anders sehen und anders möchten, dass wir denen in einem Staat, in einem liberalen, offenen, pluralen Staat, in einer pluralen Gesellschaft diese Gelegenheit ermöglichen. Es ist ganz richtig, dass du das so siehst und ich wünsche, es gelinge dir, aber bitte sonst nicht allen Menschen so vorschreiben. Also, ganz herzlichen Dank, lieber Urban, lieber Franz Josef. Ich fand das sehr spannend. Und jetzt kommen Dulcis in Fundo die Mediziner dran.